Wo sind Sie? Still. Du musst das verstehen. Du musst mir helfen. Als er um die Ecke bog, fiel sein Blick zunächst auf einen Frauenkörper, der auf dem Boden lag. Bitte helfen Doch fast mir. Im gleichen Moment wurde er schmerzhaft zu Boden gerissen. Ben kämpfte verbissen gegen die Fäuste, die ihn bearbeiteten. Doch der Angreifer hatte den Überraschungsmoment auf seiner Seite. Verdammt! Aus dem Weg! Bleiben Sie stehen! Oh, verdammter Mist! Bitte helfen Sie mir! Moment, ich komme! Bleiben Sie liegen! Ganz ruhig! Notruf, was kann ich für Sie tun? Ben Richards, hier liegt eine verletzte Frau. Ist das ein Scherz? Sie haben doch vorhin schon mal angerufen. Das ist kein Scherz. Schicken Sie einen Krankenwagen. Die Frau verblutet. Also gut. Wo sind Sie? Ich bin hier auf dem rückwärtigen Unigelände zwischen dem Gebäude B und D. Na, da haben Sie ja richtig Glück. Ein Krankenwagen ist gerade bei Ihnen in der Nähe. Er müsste in ein paar Minuten da sein. Viel Glück noch. Kommen Sie, nicht einschlafen. Ist er weg? Hier, pressen Sie das auf die Wunde am Hals. Ich muss die Arterie verbinden. Ich will nicht sterben. Ich bin zu müde. Sie müssen wach bleiben. Ich kann nicht. Sie dürfen jetzt nicht einschlafen. Hören Sie mich an. Sie müssen... Oh Mann, die sind aber fix. Haben Sie angerufen? Ja. Was ist passiert? Sie ist überfallen worden. Ich glaube, sie verblutet. Oh, das sieht übel aus. Hey, Tom, gib mir mal den Druckverband rüber. Hier, pass auf, sie krampft gleich, Bobby. Leg ihr den Zugang, dann stabilisiere ich sie. Geht klar. Ich bin drin. Häng zwei Kochsalzlösungen an. Verdammt, sie hat viel Blut verloren. Da hat wohl der Studentenkiller wieder zugeschlagen. Können Sie das halten? Ja, natürlich. Ach, verdammte Sauerei. Okay, ich bin fertig. So ein hübsches Mädchen. Wir müssen sie so schnell wie möglich ins Krankenhaus bringen. Tom, komm her und hilf mir mit der Trage. Bin schon da. Pass auf, dass sie nicht runterkippt. Wird sie überleben? Wir tun unser Bestes. Wollen Sie ins Krankenhaus mitfahren? Ja, danke. Die Polizei kommt etwas spät, oder? Das kann man wohl laut sagen. Drüben auf der dritten hat so ein Verrückter um sich geschossen. Da waren alle Streifenwagen im Einsatz. Er hat drei Magazine verschossen, aber keiner ist verletzt worden. Sachen gibt's. Ich frage mich, was heute los ist. Verrückte Nacht. Da haben Sie recht. Heute ist wirklich der Teufel los. Wir haben Glück, dass wir so schnell hier waren, sonst wäre das Mädchen noch verblutet. Ah, sie wird wach. Ist so kalt. Das kommt vom Blutverlust. Keine Angst, das geht vorbei. Wir sind gleich im Krankenhaus. Während Florence in der Notaufnahme versorgt wurde, musste Ben seine Aussage zu Protokoll geben. Der schlecht gelaunte Beamte hatte ihn im Krankenhaus abgefangen und direkt mit aufs Revier genommen.